So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo bist du eigentlich da? Okay. Ich bin hier und wir müssen jetzt zu dem Tor, ne? Ja. Du Jetzt kennst muss das ich ja mal. alles schon ein bisschen besser als ich jetzt. Ja, ich. Besser, was ist denn besser, ne? Haben wir hier alles gemacht, richtig alles? Irgendwas ganz oben, trefft euch mit Korvas Blutdorn am Fäulniswort. Wenn man den Weg nochmal so lang geht, wo wir gestern waren. Links, ne? Oder rechts, meinst Ja, du? so links lang so. Dann lass uns links gehen. Leute, jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte. Achso, ja, wir sind hier noch nicht fertig, deswegen. Ach ja, so kann man ja auch gehen. Stimmt so. Oh, müssen wir wieder springen? Zum extra auf Folgen. Juhu! Kommen wir auch mal, oder? Also ich bin jetzt nicht faul, ich habe nicht auf Folgen oder so, ne? Na, ist okay. Ja, wie gefällt sie denn bisher so? Aber ich muss sagen, ich finde es klasse. Die haben sich echt Mühe gemacht diesmal. Also du bist begeistert. Ich bin ja vorsichtig begeistert. Wieso vorsichtig? Ich weiß nicht. Ich denke, dass da noch was kommen kann. Aber bis jetzt bin ich wirklich zufrieden. Also ich finde es auch interessant, weil Entschuldigung, ne? Nein, ich bin fertig. Weil es jetzt im Moment erstmal was ganz was anderes ist, weißt du? Das hört sich auf, muss es sein. Hier, wo die Jungs und Mädels warten, oder? Ach, hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier drin? Nee. Hier vorne. Aber wo bin ich? Doch rein. Ja oder nee, oder Ja, ja? hier draußen. Draußen ist er. Draußen? Ja. Sag das doch, jetzt bin ich reingegangen. Oh. Sehr gut. Wir müssen gleich rein, glaube ich. Da, ja, okay, I see. Fürst Illidan kennt den Weg. Ich denke, ich habe Aggro. Ist doch egal. So ein bisschen. Ah, nix. Was der Rede wert wäre. So, sie muss los. Gut. Jetzt können wir rein, wenn du willst. Ich glaube, das ist drin. Ja, Was da ja viele mich reingehen. ärgert, das ist das mit der Karte. Weil ich die Karte ständig nur schwarz habe. Aber meine ist in Ordnung. Das muss ich mal anmerken. Kann vielleicht auch mal in meinem Bett umlegen. Ich hoffe, dass meine Add-ons jetzt mittlerweile als aktuell erkannt werden, weil ich habe die extra alle aktualisiert. Oh, der ist tot. Ja, sie kommt gleich. Ist ja auch die Uhrzeit, wo jetzt alle nach Hause kommen. Ja. Verschwindet! Der Foliant gehört mir! Ist auf jeden Fall anders als die Add-ons bisher, die bisher gekommen sind, oder? Ich bin ja auch Ups. des Öfteren gestorben. Ach, ist doch dann, ja. Ja, weil ich bin, glaube ich, zweimal AFK gewesen und in der Zeit bin ich ja irgendwie gestorben. Oh, muss man aus diesem Scheiß raus hier? Ups, siehst du. Also muss man hier doch aufpassen. Bringt mir den Folianten zurück, meine Wieso? Lieben. Oh. So. Ja, wegen Agro hier und so. Auch erledigt. Ich muss unseren Du Weg stirbst wechseln. gleich. Echt? Esse was.
Schade, dass man nicht heilen kann oder so, ne? Ja, der kriegt dann nachher ein bisschen Heilung. Ja gut, ist ja eh wieder so eine Ob-Klasse hier, ne? So viel spezieller. Ja, das ist ja. Was mich interessieren würde ist, aber da wird es wohl erstmal keine Statistik geben für, wie viele Leute jetzt diesen Dämonenjäger spielen. Ich könnte mir fast vorstellen, jeder und seine Mutter, ne? Ja, ist klar, ne? Ja. Ich haben alle drauf gewartet, weil immer zum Schluss das Alt enthält und wird das langweilig. War es uns auch geworden, oder? Nee, nur weil ich 2 Monate nicht gespielt habe, war es auch nicht langweilig. Ja. Also auf jeden Fall dieser Flug hier, dieser, wenn man es mal richtig macht, finde ich cool. Da kommen noch andere Sachen, die auch cool sind. Wirklich, wirklich cool. Gut, dies haben wir ja erledigt. Ja, können wir das abgeben? Das können wir. Kommen Sie? Ja, ich komme. Also ich folge. Das war nicht im freudschen Sinne gemeint hier. Ich weiß. Bitte laufen Sie richtig, ich werde verfolgt. Korrumpierte Seele. Oh, ist er denn da? Henker von Mardum. Ich krieg das manchmal nicht hin, lange genug zu fliegen. Ne? Manchmal klappt, aber das wäre so fast wie ein Glücksspiel hier. Was gibt's denn ja? Handschuhe. Also jetzt kannst du dich entscheiden, ob du DD oder. Das ist das andere. Es tut gut, die Macht der Legion gegen sie einzusetzen. DD und Tank spielst. Verwüstung ist DD. Verwüste? Hm. Wo muss ich mich entscheiden? Auf die Ansprachen hier oder was? Ja, da, wenn du jetzt diese Quest angenommen hast, da ist ja. Hier hinten, hinter dem Berg. Ach so, ein Foliant, ja. Da drauf klickst du. Da Verwüstung ist DD, ja. Mhm. Stimmt, da waren ja Symbole dazu. Mhm. Guti! Ach so, GZ für deine 50 Quests. Dankeschön. Zu deinen 50 Quests. Oh, musst abgeben. Und hier sind direkt auch die nächsten Quests zu machen. Du musst hier lernen von diesen Typen. Die sollen dir was beibringen. Mhm. Die drei sind hier direkt an der Stelle. Deiner von denen. Ich sehe dich ehrlich gesagt gerade mal gar nicht. Ab hier. Ja, hier muss man den ansprechen, oder? Ja, die muss man ansprechen. Ich sehe mal, also irgendwie nicht. Weil alle hier stehen, deswegen. Das ist ja im Moment sehr. Seid ihr bereit, die Geheimnisse der Legion zu erfahren, Korvas? Genau. Okay. Korvas habe ich gelehrt. Stehen die alle nebeneinander hier oder was? Ja, stimmt, die stehen alle nebeneinander, außer der hier am Zelt. Der am Zelt. Ja, am Zelt sitzt ein. Das zählte glaube ich schon. Ja, hast du schon? Ja? Ich kann den nie ansprechen zumindest. Manne 3, meinst du? Ja, jetzt ist er für mich weg, deswegen. Das hier auf dem Boden. Hast du die Quest fertig? Nee. Siana, jetzt sollte ich sie. Nee. In der Mitte hast du alle 4. In der Mitte habe ich 3. Wieso muss ich ihn selber auch noch lernen hier? Lehren? Ja, lass mal. In der Mitte. Jetzt kann ich ihn. Aha, so eine Reihenfolge. Okay. Jetzt habe ich es erledigt. Abgeben. Nehmen. Lasst euch von dieser Teufels. Jetzt werden wir fliegen. Ja, dann
Lassen wir vielleicht alle erstmal. Ach, da hinten? Ja, ist es schon. Nein. Das ist echt. Ah, Italiener sind sehr temperamentvoll. Wieso? Wie kommst du drauf? Ja, ich habe heute hier den ganzen Tag Brüllerei. Ach, die Italiener. Ich dachte, ich im Spiel. Dachte, ich habe noch nie gegen Italiener gespielt hier oder mit Italiener. Das sieht echt nicht fetzig aus hier. Die Fledermaus. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es sowas ähnliches mal ein Flugtier. Oh Gott, ich hab's heute mit der Aussprache. Aber man merkt, ja, ich merke schon leichte Unterschiede. Also auch so. Im Spielverhalten ist so leicht kaugummiartig. Also ich habe so. Nicht ruckler, aber es fühlt sich so nicht flüssig, richtig flüssig an, so, ne? Ja. Und im Vergleich zu, ja, heute Morgen, ne? Kurz nach 0 Uhr, als wir unterwegs waren. Ja. Aber es geht. Ja, klar. Töte Brutkönigin Tyranna. Ach, die, Madame. Und da gibt's schon wieder neue Klamotten. Da. So, ist sie schon da? Die ist ja gleich tot. Das macht nichts, weil die kommt ja gleich wieder. Wo? Das ist ja klar, weil jetzt alle spielen. Das ist, ne? Ich meine, wir hatten das im letzten Add-on, weißt du noch? Da haben wir nichts gesehen, weißt du? Naja, da war es ja so ein brutaler Lag. Da, ja. Da konnte man gar nichts sehen. Nee. Ich weiß nicht, wie ich eine Quest abgeben wollte, aber kein Questgeber da. Oder der lief ewig auf der Stelle oder irgend so ein Quatsch. Ja, ja, genau. Das war ja mal ein Müll, ey. Daher ist es auf jeden Fall besser als letztes. Ich muss unbedingt zum Transmogger. Ich will diesen hässlichen Umhang optisch loswerden. Also. Ich bin ja nicht eitel, ne? Aber so bestimmte Sachen. Gehen mal gar nicht. So, komm. Was sollen wir denn noch bekommen? Metamorphose. Ja. Werde ich auch gleich mal. Das ist ja cool, echt. Metamorphose. Ja, mach ich jetzt mal. Wow. Ja. Coole Sache auf jeden Fall. Aber es kommt noch coolere Sachen daher. Echt. Na, scheiße, jetzt habe ich selber mein Ding zu unterbrochen. Ich muss kurz. Ja, okay, ich mache hier einfach weiter. Ja, okay. Ich geh mal an die Tür. Ja, es hat geklingelt, ich weiß. So, dann mache ich hier mal alleine weiter. Ich sehe ja richtig geil aus gerade. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Oh, jetzt den ganzen Krempel hier weghauen. Da war noch was. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viele Leichen waren. Also, ist auf jeden Fall eine fetzige Sache hier. Mit dem Anstimmen und so muss man doch schon noch ganz schön üben. Ich merke das auch. Ich komme da manchmal durcheinander. Aber es wird sich alles im Laufe der Zeit dann... Ich glaube, hier ist auch mal raus, oder? Sie ist tot? Sieht nicht so tot aus. Gucken wir mal hier. Wieder ein bisschen Bubski-Bubski hier auf die Glocke. Die gibt es keine EP, sehe ich dort. Das können die anderen Kollegen immer machen. Also mit dem Ansturm, ja, wie man sieht, da muss man ganz schön üben erstmal. Jetzt ist sie hinüber. Muss ich natürlich zusehen, dass Kaiser Franz hier auch noch ihr Ding bekommt. Also ich muss ja eigentlich stehen bleiben jetzt. Wo ist sie jetzt eigentlich? Sie steht da oben. Okay, gut, rede ich auch da oben hin. Obwohl es ja mit fertig wäre für sie, denke ich. Ja, also ich teile wohl ähnlich... Sucht einen Weg nach unten. Oh, das war Zufall. Ich teile eigentlich so dieselbe Meinung wie Kaiser Franz. Ich finde es eigentlich ziemlich cool bisher. Das ist mal wirklich was Neues. Es gibt natürlich Leute, die werden auf jeden Fall sagen, ah, das ist halt nicht BC, Mann, und so scheiße, und besser Addon war BC oder Wottelk. Wottelk. Irgendjemand meinte mal so, ey, was spricht da nicht Wottelk aus? Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall, ja, gefällt's mir bisher.
grafisch sieht es halt WoW-mäßig entsprechend gut aus. Oder WoW entsprechend gut aus. Ich überlege gerade, ob ich nochmal mit raufklappe oder nicht. Ich klopp einfach mit drauf, so kann ich ein bisschen üben. Oh, 45.000, nicht schlecht. Jetzt habe ich die Aggro, das ist blöd. Und ich sehe gerade, nee doch, da ist ja noch einer, der kommt doch mit. Ist aber irgendwie wohl nicht mehr vorhanden, oder ich weiß nicht, was los ist hier. Okay, die Erze ist weg. Uiuiui. Ich lasse sie mal einfach kommen jetzt. Okay, jetzt bin ich auch nicht mehr alleine. Für ein Momentchen war ich alleine und das behagte mir nicht sonderlich. Wenn ich mal so leicht hochtrabend angeschwult sprechen darf. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt die Aggro. Wäre schön, wenn ich sie nicht mehr hätte. Okay, den Biss kann man nicht kicken. Come on! Jetzt ist das Vieh ja gleich tot. Oh, schon betäubt. Ich glaube, jetzt ist es nicht so vorteilhaft, aber... Okay, wir sind ja alle noch am Üben hier. Da wird schon gelacht im Hintergrund. So, jetzt kommt die alte ja hoffentlich gleich wieder. Und damit meine ich jetzt die hier im Spiel. Die Kaiserin Franz, da ist sie. Ich bin es irgendwie gewohnt, im Nahkampf immer viel zu springen. Ich weiß auch nicht wieso. Und das macht sich dann so ein bisschen bemerkbar hier. Aber ist auch nicht schlecht. Dadurch hat man eigentlich neue Möglichkeiten. Wir waren ja noch nicht im BG und ich glaube, das wird noch richtig unterhaltsam da. Wir im BG und wahrscheinlich hier nur so eine Leute. Zap, zarab. So, wo ist sie denn? Da. Jetzt muss ich mal gucken, ob man überhaupt für ein BG anmelden könnte. Oh, ich muss gleich mal niesen. Dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Entschuldigung. Dungeons sind noch nicht verfügbar. Durchschnittliche Gegenstandsstufe 680, wir haben 671. Es gibt also Dungeons, wir können nur noch nicht rein. Spieler gegen Spieler. Zufällige Schlachtfelder. Ist mit Stufe 110. Wir können jetzt in kein BG rein. Ernsthaft? Das ist doch... Nee, Moment mal. Das sieht aber so aus, als könnte man rein. Ich werde gleich mal überprüfen, wenn hier Madame zurückkommt. Die abgespeckten Charakterinfos finde ich eigentlich ganz gut. Sofern ich den Rest jetzt nicht brauche, habe ich auch kein Problem mit. Ich finde jetzt hier, so hat sich dementsprechend nicht zu viel verändert. Wir haben immer noch unsere Titel und Ausrüstungsmanager und alles hier oben. Ruf, gut, hab jetzt keinen weiter. Dann Nassus. Eine Gilde habe ich auch nicht. Sturm, ich habe für jeden, außer für Genäher, schon irgendwie Ruf bekommen. Das ist natürlich auch interessant irgendwie. So, Madame, jetzt komm hin hier. Schmeiß die Leute raus aus deiner Bude. Naja, da müssen wir kurz mal überspringen hier, denke ich mal. Ja, das musst du haben. So, ich loote mal wieder um den Krempel hier. Weg nach unten habe ich auch schon gefunden. Das ist einfach nach links oder rechts hier runter. Ja, ne? Ich habe das jetzt auch mit dem Springen endlich rausbekommen. Du musst dreimal springen, damit der die Flügel aufmacht. Ach so. Nee. Beziehungsweise, ja, du springst und beim dritten Mal dann, ach so, hier, hier. Ja, weiter geht's. Muss man hier, nee, weiter geht's. Ja. Ja. Ich habe alles gemacht. Gut, ich denke, ach hier, Schleier, okay, alles anlegen, haben wir ja gesagt, ne, hui, was hier los.
Nacht bekommen wir auch lila Sachen und diese, ich sag mal, orangene, ne? Beige ist das irgendwie. Beige? Beige ist ja accountgebunden, also. Ja, diese, wie heißt, wie heißen die Waffen? Gleben. Ja. Benutzt den Sagarit-Schlüsselstein, um das Teufelsportal zu aktivieren. Okay. Also, ja. Und Quest beenden. Aktivierst Ski, klickst Ski, Quest beendet Ski. Oh. Ja. Nein. Fürst Illidan ist gefallen. Illidari, rächt euren Meister. Gänsehaut. Ihr tragt das Mal seiner Verderbnis. Also soll das Dämonenblut in euch euer Gefängnis sein. Bringt sie zum Verlies. Dort werden sie mit dem Verräter vereint sein. Für immer. Hm. Cool, ne? Geht ja noch weiter. Die Zeit ist gekommen, Cordana. Zeigt eure Loyalität. Anu Dorini Tala. Verteidigt das Verlies! Lady Mayhem, wir brauchen euch! Erst muss ich noch etwas erledigen. Illidari, mein ganzes Leben habe ich über die Verderbten gewacht. Tausende Jahre lang war mein einziger Trost, dass die Welt vor euresgleichen sicher war. Doch für Azeroths Rettung ist kein Opfer zu groß. Ja, das ist immer fetzig, du. Oh, mein Lieber. Oh, Ramob. Mhm. Oh, der Ladebildschirm ist um 4:3. Okay. Mhm. Ich sehe gerade mal nichts hier. Oh, jetzt kommt was. Also. Ich fand das schon cool gemacht, dass das gerade so aus der ersten Person zu sehen war, so, ne? Ja, ne? Das haben die echt, ich krieg jedes Mal Gänsehaut mit den Blümchen. Was habt ihr und ich hatte heute teilweise auch in den Augen, das ist schon krank. Hast du angenommen? Ja, und jetzt kann man hier was aufnehmen, oder wie? Jetzt müssen wir hier die befreien. Ich wollte die Gleben eigentlich. Nee, die kannst du nicht. Du musst die zwei müssen befreit werden und die nehmen sich die Gleben. Ach, die! Deswegen wollte ich los. Ja. Und hier die Quest abgeben an den Hebel. Ich bin wach. Ist das 37.000 Erfahrungspunkte. Also, ich habe heute mit dem einen Charakter fast 1000 Gold gemacht. Ja, Gold gibt's relativ viel hier. Also ich habe ja auch für so Krempel, die man immer einnimmt, aufhebt und dann habe ich die verkauft, ne? Mhm. Oh, ich hab auch schon nur, weiß ich nicht, 400 Gold und ich habe noch keinen Meter gespielt, so in der Art, ne? Mhm. So, die alle hier wegballern, oder was? Wegballern und du siehst ja die Punkte auf der Minikarte. Ja. Das sind diese Gefängnisse, die muss man öffnen. Das sind nicht jedes Gefängnis ist zu öffnen, aber... Ich halte die Stellung. Zählt das für dich auch? Weiß ich nicht. Ach, die kommt sowieso drauf, ehrlich gesagt. Okay. Ich versuche mal zu den Gefängnissen zu gehen, ehrlich gesagt. Okay, dann mach die Gefängnisse. Kann man über das Schwarze da laufen? Ja, kann.